Moin Moin, wir sind gerade aufgestanden, oder ja, schon früher aufgestanden, aber lang noch im Bett gechillt und jetzt frühstück mal, machen wir uns fertig und dann gehen wir ins Aquarium. So, bei mir gibt es heute Toast mit Rührei und bei Moritz Bananen, Haferflocken, Milch. Wir sind jetzt ready und jetzt geht's ins Aquarium. Hier ist ein Mikroskop und hier kann man alles anschauen. Und schaut mal mein Armband an mit der Schildkröte. Da seht ihr das mal ganz gut. Hier sind meine Armbande. Hier sind meine Armbande. Das ist mein Armbande. Wir kommen jetzt gerade aus dem Aquarium. Das war echt ganz cool. Und jetzt gehen wir noch zu so einem Travel Shop und buchen was richtig Cooles für morgen. Das wird eine schöne Überraschung für euch. Wir sind jetzt gerade so im Supermarkt und da läuft einfach gerade Last Christmas als Song. Und es ist so ungewohnt, weil es hier einfach 33 Grad oder sowas hat. Null Weihnachtsstimmung. Wir waren jetzt eben noch einkaufen, haben für heute Abend ein bisschen Essen eingekauft. Heute gibt es was richtig Leckeres. Und ja, ich habe jetzt schon lange keinen Sport mehr gemacht. Ich gehe jetzt laufen. Moritz war gestern Sport machen, aber gestern war ich echt zu fertig, um mitzukommen. Ich laufe jetzt mal die Strandpromenade entlang. Wir sitzen gerade hier und haben gegessen. Und ich schneide jetzt noch ein bisschen Video. Moritz hat ein bisschen Musik und schreibt in sein Buch. Und wir haben gerade ein Video von einem Freund von uns bekommen. Schaut euch mal nur die ersten Sekunden an. Ja, hallo Jungs. Ich hoffe, es geht euch gut. Lass mal vorbeischauen. Ich dachte, naja, ich weiß nicht, ob ihr so auf dem aktuellen Stand seid, so Donald Trump wird jetzt Präsident, na, scheiße. Aber ja, Pedro Lombardi und Sarah Engels, glaube ich, die haben sich auch getrennt, auch scheiße. Danke, Domi, für das Video. Dass Trump Präsident ist, haben wir zufällig mitbekommen, weil hier ist halt auch so in Australien, hier sind nur so alle 500 Kilometer ein Fernseher, aber wir waren zufällig da. Und ja, schade um Petrio, wie heißt der? Pedro Lombardi. Genau, sorry Bro. Wir beide gehen jetzt ins Bett, weil wir morgen um 6 aufstehen müssen. Deswegen jetzt ein bisschen früher heute ins Bett. Ja, dann sieht man sich morgen. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt gefrühstückt, Sandwiches gemacht, unsere Sachen gepackt
Und jetzt geht's auf Magnetic Island. So, wir sind jetzt gerade auf Magnetic Island angekommen und hier kann man sich Autos ausleihen und dann heute haben wir uns gedacht, wir gönnen uns richtig was richtig Geiles, was richtig schnell ist und ordentlich brettert, richtig geil aussieht, richtig schnittig. Schaut euch das Teilchen mal an. Geil. So, jetzt schauen wir mal, was das Teilchen hier unter der Haube hat. Hat einen richtig geilen Sound. Schaut euch das mal an. Alter, boah, das geht richtig ab. Also wenn ihr auf Magnetic Island geht, nach Magnetic Island geht, dann holt euch diesen geilen Schlitten, Mann. Damit flitzt ihr so rum. Also der schafft 60 Sachen. 60 km/h, welches anderes Auto schafft 60? Die ersten 7 Kilometer mit der Schüssel hier, das erste Mal wieder Auto gefahren nach 1,5 Monaten und das auf der anderen Seite. Es war echt ziemlich ungewohnt, auf der anderen Seite zu fahren oder überhaupt mal wieder Auto zu fahren. Und was ich am verwirrendsten fand, ist, dass auch der Blinker auf der anderen Seite ist. Jetzt habe ich immer den Scheibenwischer angemacht, wenn ich blinken wollte. War ziemlich witzig. Wir haben jetzt gerade hier angehalten, weil hier gibt es überall so Wanderwege und da wollen wir jetzt mal ein paar machen. Hier auf Magnetic Island soll es auch Koala geben. Hoffen wir mal, dass wir welche sehen. Walking Track hinter uns und haben jetzt 2 Koalas gesehen und der Fabi hat sogar eine Schlange noch gesehen vorhin. Richtig cool. Und von hier aus hat man echt einen super Blick gehabt, so einen 360 Grad Blick von der ganzen Insel. Also hat man echt viel gesehen. Really nice. War ziemlich cool hier oben. Und jetzt gehen wir runter zum Auto und fahren hoffentlich zu einem richtig coolen Strand, den wir auch vorhin gesehen haben. Und gehen eine Runde schnorcheln. Weil es hier immer so heiß ist und die Sonne so runterknallt, gibt es hier auf dem Wanderweg Free Water Dude. Ganz cool. Kann man hier sich einfach abfüllen. So, jetzt schauen wir mal, wie der Fabi fährt. Passen wir jetzt ganz genau auf. Your lyrics just split your head so hard that your hat can't fit you. Either I'm with you or against you. Format bent you back through that maze I sent you. Talking to the rap inventor, nigga with the game type fifth that flame right. Spell my name right. Me I double G I E. Iced out, lights out. Me and Caesar Leo. Getting hands for some chick he know. See it's all about. Und wie findet ihr dieser gefahren? Ich fand's eigentlich ziemlich gut. Nee, war scheiße. Wir waren jetzt die erste Runde schnorcheln auf Magnetic Island und mir war da schon ein bisschen mulmig wegen den hier, den Stingers, den Quallen. Aber der Fabi hat mich Gott sei Dank beruhigt. Er hat gemeint, er macht sich hier mehr so um die Krokodile, die hier rumschwirren. Also alles kein Problem mit den Quallen. Ja, wir waren gerade im Wasser, wie der Moritz vorhin schon gesagt hat. Und ja, eigentlich wollten wir schnorcheln, aber es wurde dann eher Schwimmen und Tauchen. War trotzdem richtig cool, weil man hat echt nichts gesehen. Man hat vielleicht Sicht von 1,5 Metern gehabt. Aber war trotzdem cool. Was noch richtig cool ist,
hier gibt es noch einen zweiten Schnorchelspot. Da wollen wir jetzt auch hingehen. Aber wir chillen jetzt noch ein bisschen. Also hier sieht es eher nach einem Platz aus, wo man gut schnorcheln kann. Also hier ist echt richtig geil. Vor allem wir sind hier wieder die einzigsten, ne? Bei diesem anderen kleinen Strand da vorhin waren so viele Menschen und hier ist einfach wieder niemand und der ist viel schöner. Wo wir gerade reingelaufen sind, sind wir so nicht so ordentlich ins Wasser und auf einmal hat man gesehen, wie so ein Rochen weggeschossen ist, so ein Stachelrochen, glaube ich, war das. Und dann sind wir weitergelaufen und dann kamen immer mehr. Ich glaube, wir haben 10 Stück gesehen und haben versucht, die zu filmen, aber das Wasser ist so ein bisschen trüb. Kann man leider nicht filmen, aber es ist ziemlich cool. Ich war jetzt gerade noch mal drin, weil ich unbedingt ein Video von einem Rochen oder von einem Hai haben wollte. Aber einfach unmöglich. Aber was richtig cool war, ich habe so einen kleinen Hai gesehen, so einen schwarzspitzen Riffhai, so ein kleines Baby, vielleicht, keine Ahnung, einen halben Meter lang, so 2 Meter vor mir rumschwimmen. Richtig cool, aber sobald man irgendwie eine Bewegung macht oder irgendwie die Kamera, dann hauen die sofort ab. Gestern waren wir ja im Aquarium und da gab es so eine kleine Vorführung und die haben uns auch gesagt, oder den ganzen Leuten, wie man am besten laufen soll, weil da eben diese Stachelrochen drin sind im Meer und auch so ein paar Schnecken, die giftig sind. Und damit man nicht auf die drauf tritt, weil das kann dann unschön ausgehen, muss man da so speziell laufen, damit man nicht auf die Rochen drauf tritt. Voll witzig. Wir haben gerade das Auto abgegeben. Ich vermisse sie jetzt schon. Und jetzt warten wir noch auf die Fähre. Wir sind jetzt auf der Fähre schon zurück. Und ich habe mir jetzt ein schattiges Plätzchen gesucht und habe jetzt auch schon meine Hand doch über die Schulter gelegt, weil ich mir einen, also wirklich den ersten richtigen Sonnenbrand geholt habe. Wir sind jetzt zurück in Townsville und Moritz hat es vorhin schon zu mir gesagt, wir waren jetzt nur einen Tag da und also ich finde, länger bräuchte man eigentlich, oder? Ja, also ich glaube, wenn man es so macht, wie wir es gemacht haben und auch wirklich die ganze Zeit unterwegs ist und sich alles anschaut und nicht die ganze Zeit nur rumhängt und nichts macht im Hostel oder so und früh aufsteht eben, dann ist das alles kein Problem. Und jetzt gehen wir zum Supermarkt. Wir sind jetzt wieder zurück im Hostel und morgens ist schon kochen. Ich gehe jetzt auch gleich und dann essen wir. Ja, heute war echt ein richtig cooler Tag. So, nach einem langen Tag darf man sich auch was gönnen. Fabi hat sogar eine Pizza und dazu ein japanisches Bier. Wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht, haben noch schon gegessen und jetzt gehen wir dann pennen. Und um das Video heute ein bisschen interessanter zu machen, hat ein Freund von uns beiden, den ihr schon gesehen habt, eine Australien, wenn ich du wäre, XXL Challenge ausgerufen. Jungs, um ein bisschen mehr Pep in eure Videos reinzubringen, dachte ich mir, rufe ich ein spontan, wenn ich du wäre, XXL Australian Version aus. Und zwar Fabi oder Moritz, wenn ich du wäre, würde ich einfach im nächsten Video ganz lässig so nebenbei einfach den hier machen.
Jungs, haut rein, viel Spaß, servus. Das habe ich gemacht irgendwann in dem Video. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann könnt ihr es mal von vorne anschauen und suchen. Und dem jetzt kein Ende gesetzt. Wir nominieren die Backpack Buddies. Die haben auch einen YouTube-Channel, sind auch gerade frisch nach Australien gekommen. Und die nominieren wir dazu zu einer weiteren Folge oder Challenge von Australien XXL, wenn ich du wäre. Und zwar müsst ihr beide in einen Woolworth gehen oder halt in den Supermarkt und mit einem der Verkäufer nur auf Deutsch sprechen. Ihr müsst ein Gespräch auf Deutsch führen mit einem, der nur Englisch kann. Geht einfach hin und fangt an, mit ihm Deutsch zu sprechen. Und hört nicht mehr auf, keine Ahnung, 2 Minuten oder so. Bis er richtig angepisst ist. Wäre echt witzig. Dann danke fürs Einschalten. Das Video wird ein bisschen länger. Und ja, wir gehen jetzt schlafen. Und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.